das Ganze dann als OBJ. Ich habe dafür so einen Batch-Exporter, der ist ganz cool, weil er mir aus, wenn ich 10, 20 Meshes habe, exportiert er mir die mit dem entsprechenden Outliner-Namen als einzelne Objekte irgendwo in Ordner. Das ist Selbstgeschrieben oder? cool. Nee, runtergeladen. Cool. Aber kostenlos und funktioniert super. Muss mir den Link dann auch schicken. Das mache ich ja. Kann ich sonst das Tool auch schicken, das macht die Sache wahrscheinlich einfacher. So, exportieren wir das Ganze in den Test-Dummy. Und zwar habe ich dann ja immer einen Ordner, erstmal ZBrush. Und in dem drin habe ich zwei Ordner. Einer heißt for ZBrush und einer heißt nachher for Maya. So ist das ja in unserer Hierarchie. So, in dem for ZBrush exportiere ich genau das hier raus. Alles, was eben jetzt für ZBrush ist, exportiere ich da in rein. Keinen Namen hier geben, dem Ganzen, weil er nimmt den Namen hier. So, jetzt ist das exportiert. Das einzig Blöde Das lag ist, jetzt aber in dem hier. Tool, ne, was du benutzt. Was meinst du? Mit dem Namen. Ach so, ja, genau. Das liegt an dem, genau. Einzig Doofe ist, ich habe das gerade auf den Desktop gepackt. Das ist natürlich Quatsch, das sollte hier rein. So, jetzt habe ich das da drin. Und jetzt würde ich ZBrush aufmachen. So, in ZBrush importieren wir uns jetzt den Testami. Und zwar ist der hier drin. Aber ich sehe schon, worauf du hinaus willst. Du musst alles noch ein bisschen smoothen, ne? Also die Fehler Genau. Das, ausmerzen. genau, die Fehler ausmerzen. Sowas hier zum Beispiel, das so, gut, das ist jetzt gerade. Ups, ich hasse ZBrush. Gerade, ich habe von ZBrush keine Ahnung, da musst du mir ein bisschen mit den Shortcuts noch helfen, ne? Achso, okay, ja klar. Also im Großen und Ganzen neue Szene. Du importierst hier dein Tool. Na, alle Files. Und ziehst das hier dann einfach in die Szene. So, jetzt kannst du es ja drehen, wie du willst. Mit Shift kannst du es dann locken. So. Im Moment bist du jetzt hier noch im Draw-Modus. Deswegen scrollst du das ganze Fenster. Wenn du nur das hier scrollen willst und nicht das Fenster, dann musst du einmal in den Edit-Modus gehen. Dann scrollt er nur das innerhalb deines Viewports. So, sonst scrollt er den Viewport. Das würde ich jetzt erstmal als allererstes nehmen. Genau, ach ja, erstmal, wenn Die du Kamera mehrere umstellen. Meshes hättest. Bitte? Er soll der Y umstellen. Die Rotation mache ich immer noch. Ach so, nee, das mache ich zum Beispiel gar nicht. Okay. Ich halte wieder die Klappe. alles gut. Wenn du jetzt hier mehrere Meshes hättest, dann könntest du jetzt, es gibt hier einen, und deswegen empfehle ich dir mein Custom-Gedöns hier, weil hier sind eigentlich alle Sachen, die ich brauche, auf einen Blick, ohne dass ich mich durch irgendwelche Menüs navigieren muss. Es gibt hier das Multi-Append. Da kannst du draufklicken und dann könntest du jetzt, wenn du hier mehrere hättest, alle Meshes auswählen und er würde sie hier in die Subtools mit reinladen. So, das heißt, die wären jetzt alle zusammen drin. Haben wir jetzt nicht, wir haben nur eins. Als erstes die beiden. Mehr draus machen, so zwei bis irgendwas. Zwei ist eigentlich immer ganz gut. Bei den, also 2 Millionen, 2,8. Dann Dynamesh ich das Ganze. Hier ist direkt die Auflösung fürs Dynamesh. Für Oberteil und Hose immer so 2 bis 2,5 Millionen reicht eigentlich aus. Nicht 25, sondern 2,5. Und dann Dynameshen. Und dann haben wir mit Shift F machst du Du hast das ein hier. perfektes Herz gemacht, by the way. Ich sehe es gerade. Alles klar. Und jetzt haben wir hier eben perfekte, mehr oder weniger perfekte Topologie zum Scalen. So, das heißt, die ganze N-Gon-Topologie, das ist jetzt alles weg. Damit kann ZBrush ja sonst nichts anfangen.
Und dann können wir halt anfangen, hier zu skypen und das Ganze ein bisschen zu smoothen und was weiß ich. Immer wieder mit Steuerung und die Maske ziehen. Wenn wir ein Dynamesh haben, dann re-Dynamesh er das Ganze. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie, was weiß ich, wir haben jetzt hier, nicht die Draw Size wollte ich hochstellen, sondern die Intensity. So, wenn du das jetzt hier rausziehst, dann hast du irgendwann eine ganz beschissene Mesh-Auslösung. So, und Redynamesh ist im Grunde nichts anderes als eine Neuanordnung und Neuverteilung der bestehenden Polygone, sodass wir hier wieder eine relativ einheitliche Topologie haben. So, das ist im Grunde das, was ich dann erstmal mache, so die groben Fehler ausmerzen. Oft mache ich das allerdings, muss ich sagen, schon in Maya. Gerade sowas hier, noch bevor ich überhaupt das Ganze, dem Ganzen eine Dicke gebe, smooth ich das hier ein bisschen. So, ach ja, übrigens, wenn das aus Marvelous kommt, sind die Normals gelockt. Deswegen sieht das so kacke aus. Und dann können wir dem Ganzen nochmal Soften geben. So, und dann. Unlock Normals, muss ich das dann auch einfach bei Maya als Normal-User ohne deine Toolbar. Das kannst du. Wo ist denn das? Mesh Display, glaube ich. Unlock Normals. Ah ja, okay, alles klar. Mhm. So. Warum auch immer. Dann, ja, das mit dem gelockten Normals, da. Das ist ein anderes Thema. So, sowas hier würde ich halt erstmal in Maya machen. Macht total Sinn, ganz, ja. Mhm. Sieht aber gut aus, ne? Grob, weil es geht halt deutlich schneller, einfach so. So, und hier vielleicht noch so. Und dann hast du auch diese Spikes hier gleich nicht mehr, wenn du jetzt dem Ganzen eine Dicke gibst. Gibt es einen Grund, warum du immer nach innen extrudierst? Ja, in dem Fall tatsächlich, weil hier sitzen ja nachher noch andere Sachen dran. Wenn ich nach außen extrudiere, dann stickt das nachher alles ineinander. Deswegen. Jetzt muss ich mal gerade so blöd fragen, könntest du auch dich erst zum Beispiel um das innere T-Shirt kümmern? Und dann später dieses T-Shirt nochmal benutzen, um es wieder in Marvelous reinzuladen und dann die Taschen dran zu setzen? Wie meinst du jetzt genau? Du baust jetzt dieses T-Shirt vor und jetzt möchtest du später noch ein paar Taschen dran setzen, genau auf diese Dicke schon. Oder auf deinen. Achso, hier jetzt also richtige dazugehörige Taschen. Genau. Solche Taschen hier. Genau. Also was ein extra 3D-Modell dann ist zum Beispiel. Ja, gut, wenn es ein extra 3D-Modell ist, dann kannst du damit machen, was du willst. Also klar, du kannst das hier natürlich in Marvelous. Achso, ja, ist halt dann nicht gemerged, ne? Es ist dann halt nicht gemerged und alles, genau. Mhm. Deswegen macht es halt Sinn, die Taschen Sachen, muss man merchen, weil sonst hast du das Skin-Rate-Scheiße wieder später und. Ja, genau. Was ich allerdings mache, ist, du kannst interne Linien erstellen. So. Das ist im Grunde, das sind die hier. Das hier sind die für die Baseform und das hier sind die für interne Linien. So, jetzt haben wir hier, ich gehe mal hier in den, so, jetzt haben wir hier eine interne Linie. Mit dieser internen Linie kann ich jetzt reingehen und sagen, Cut. So. Das ist jetzt quasi meine Basis für eine Tasche. So, das würde ich jetzt hiermit wieder vernähen entsprechend. So, so, so und so. Und dann kannst du durch das Ganze hier ein bisschen größer skalieren, damit es ein bisschen mehr Stoff hat. Und jetzt können wir das Ganze nochmal simulieren und dann gucken wir mal, wie das aussieht. So, zack, fertig ist. Eine ganz Billo-Tasche. Ja. Warum ich das hier rausschneide, ist ganz einfach. Wenn ich das nicht ausschneiden würde, ich könnte auch die interne Linie nehmen und einfach ein neues Viereck erstellen und als Tasche nutzen. Dann habe ich aber zwei Faces übereinander nachher. Und das gibt nachher auch wieder Probleme beim Schalten, beim Retouren und so weiter. Genau, und deswegen schneide ich das aus, was ich nachher als Tasche drüber tue. Macht die Sache im späteren Verlauf entspannter. So, wir waren bei ZBrush, ne? Genau. Genau, solche Dinge hier, das könnte ich halt darauf verzichten, das hier zu machen, wenn ich das in Maya kurz schon getan hätte. Und es ist in Maya einfacher und sieht am Ende ein Tick besser aus. Gerade hast auch weniger Polygone. Ja. Genau. Genau, so, jetzt habe ich den Base-Faltenwurf. Sieht aber vielleicht noch ein kleines bisschen langweilig aus. Was ich jetzt machen kann, ich habe hier ganz viele so
So Brushes, die hatte ich mal selber gekauft. Stitches zum Beispiel, ganz viele solche ah, sexy. So, haha, okay. Geschichten. Link. Und die kann ich einfach, die kann ich einfach nehmen. Link in der Description. Genau. So. Und mir hier irgendwie was zusammen. Huch, verdammt. Das wollte ich nicht. Na. So. Und so. Okay. Hast du gerade gemacht? Das würde bestimmt jedem Anfänger mal passieren, wenn man da. Ach so, ja, wenn du aus dem Edit-Modus rausgehst, so, dann bist du ja wieder in dem ich, ja, ich keine Ahnung, wie das heißt, 2,5D, ja. Oder so haben sie es, glaube ich, mal genannt. Dann bist du quasi, du kannst jetzt das Ding hier nicht mehr bearbeiten oder drehen. So, du kannst jetzt hier ganz viele von denen hier, das ist dir bestimmt auch schon mal passiert. Dass du nicht mehr. Ja, das sieht man in diversen Tutorial-Videos auch, dass die das erklären, genau. Mit T drücken und dann. Ich weiß nicht, was er hier genau macht. Auf jeden Fall erstellt er jetzt hier ganz viele und ich kann die halt nicht bearbeiten. Deswegen einmal mit Ctrl-N neues Dokument erstellen, das Ding neu reinziehen. Ctrl-N ist in dem Fall nicht eine komplett neue Szene, sondern nur ein neues Dokument, auf dem du das jetzt wieder bearbeitest, sozusagen. Das ist immer noch da, auch wenn ich Ctrl-N drücke. Ja, ihr habt schon gehört, dass ZBrush da, was die Dokumentenverwaltung angeht, ein bisschen anders funktioniert. Mal wieder. Genau. Wie alle anderen Sachen in ZBrush auch. Ah. Ist halt einfach, was willst du machen. So, also wenn du es bearbeiten willst, in einem neuen Dokument einfach einmal ziehen und dann T drücken, dann bist du hier wieder im Edit-Modus und dann können wir hier wieder das Ding bearbeiten. Und genau, jetzt würde ich halt einfach reingehen und solche Details irgendwie hier reinpainten, was weiß ich. Irgendwie hier sowas. Ja genau, mach mal eben schnell, das sieht ja fix aus. Muss ja jetzt nicht perfekt sein. Nee, genau. Also das und hier rum irgendwie, und hast du nicht gesehen, das geht dann auf jeden Fall relativ zügig. So. Und hier einmal rüber. Und hier einmal rüber. Und hier einmal lang. So. Und schon haben wir im Grunde die Nähte fertig. Dann habe ich auch noch Brushes für Folds. Ein paar Falten einfach, die man noch mit reinziehen kann, wenn einem das hier noch nicht genug ist. Irgendwie, was weiß ich, so und so. Ja, sexy. So, und schon hast du ein paar mehr Falten drin, fertig. So, wenn wir sagen, wir sind damit zufrieden und wir wollen das zum Baken benutzen, dann machen wir Folgendes, weil das jetzt noch 2,5 Millionen Polygone hat und wenn du nachher den ganzen Charakter hast, bist du nachher bei 100 Millionen in Maya. Das ist ein bisschen übertrieben. Und auch zum Baken, egal in welcher Software, ist das ein bisschen übertrieben. Das hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Und das ein bisschen, guck mal, die ganzen Polygone, die brauchen wir alle nicht. So, alles, was wir brauchen, sind die Polygone hier für die Details. Aber hier sind die vollkommen unnötig. Und da gibt es ein geiles Tool, den Decimation Master. Dafür musst du einmal das Objekt. Und du hast jetzt das Set-Plugin da oben links schon in deiner Leiste da drin. Wie ziehst du das denn da rein? Du öffnest das bei hier? Plugins? Genau. Achso, normalerweise hast du das ja hier. Mhm. So. Und du hast dann hier über diesen Ausknopf. So. Mit dem Ausknopf kannst du die Sachen hier raus ziehen. Jetzt ist es hier weg. Und wenn du hier wieder drauf, wo ist es? Plugins. Und dann gehst du hier. Und dann ist es wieder hier. So, das ist quasi so eine Art Armheften. Weg. Ja. So, jetzt habe ich das auf jeden Fall hier. Jetzt müssen wir das einmal pre-processen. Das musst du leider für jedes einzelne Mesh einmal machen, bevor du das dezimieren kannst. Das dauert auch einen kleinen Moment. Läuft dann hier oben durch. Und wenn wir das dann getan haben. Perfekter Zeitpunkt, um das Video kurz mal wieder zu speichern und zu shoppen und zu starten. Ja. Und ich halte dann auch wieder meine Klappe am besten. Naja, wir haben ja noch 10-15%. Erst erreicht. Ja. Ja, das dauert auf jeden Fall einen kleinen Moment. Ja. Aber es lohnt sich.
Ja, es war perfekt, wie du es gerade auch alles erklärst. Ich habe jetzt, glaube ich, 6, 7, 8 Videos. Wir sind ja schon fast eine Stunde dabei, glaube ich. Ist das so? Also, gut, warte mal, ich mache mal kurz Stopp hier Unglaublich, wie die beim Zeit Video vergeht. Immer. und Abfahrt. Alles klar. So, nachdem wir das jetzt gemacht haben, wir haben jetzt pre-processed und jetzt können wir das einfach dezimieren. So, dafür können wir mal rangehen und uns das angucken. Das sieht im Moment, sieht das noch so aus. Jetzt können wir sagen, wir wollen 20% davon nur noch haben, zum Beispiel. Sagen wir hier Decimate Current, also das Aktuelle. Kannst du auch mit allen machen. Genauso wie Pre-Process kannst du auch mit allen machen. Dann geht er hier in den Subtools die Liste einmal durch. Wir haben jetzt nur eins, deswegen ist das unnötig. So, jetzt sollte er das Mesh, siehst du auch gleich hier oben. Genau, jetzt sind wir von 2,5 auf 500 runter. Die Details sind immer noch da, weil er hier an den Details nicht so stark reduziert wie da, wo er es nicht braucht. So, das ist ziemlich cool. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Man sieht praktisch auch keinen Unterschied. Jetzt hast du natürlich hier so ein hässliches, ja, unsmoothes Mesh. Das liegt aber an ZBrush, denn ZBrush kann keine smoothe Darstellung von Tangenten, von Normals wie Maya oder 3ds Max oder so. In ZBrush läuft smoothe Darstellung rein über Polygone. So, also je mehr du hast, desto smoother ist es und je weniger du hast, desto kantiger sieht es nun mal aus. Das hier kann man aber ganz einfach fixen, wenn du das wieder in Maya reinlädst und einmal sagst, Unlock Normal und Smooth, dann ist es, sieht das perfekt aus und Aus. ist perfekt zum Baken. So. Theoretisch kann man das jetzt auch noch weiter reduzieren, vielleicht sogar auf 10%. Können wir hier auf die Details achten, ob man da großen Unterschied sieht. Ich gehe mal davon aus, nicht. Nee, ist gerade nicht viel passiert, ne? Da ist praktisch überhaupt nichts passiert. Ja. Und wir sind aber jetzt auf 250.000 Polygone runter. Und das ist auf jeden Fall sehr angenehmer nachher, um damit noch weiterzuarbeiten. Zum einen in Maya oder in Marmoset zum Baken oder. Und außerdem hält es natürlich die Festplatte auch ein bisschen weniger voll mit Gigabytes, sag ich mal. Gut, nachdem wir das jetzt gemacht haben, ein ganz wichtiger Punkt beim Export. Hier Gruppe. Ich weiß gar nicht genau, ob das hier, ich glaube, das ist hier standardmäßig auch nicht. Das ist auch ein Button, den ich mir hier hingepackt habe. Du musst mal klar erklären, wie Ausnahme. du rankommst dann. Das weiß ich gerade tatsächlich auch nicht. Lass Okay. mich gucken. Ach so, das könnte hier oben irgendwo sein. Das ist hier unten. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Müsste ich selber gucken, wo der herkommt. Auf jeden Schauen wir Fall, später nochmal dann. genau, den musst du auf jeden Fall ausmachen, denn sonst, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was das soll. ZBrush zerschneidet das Ding komplett. Teilweise in einzelne Faces, wo du denkst, was ist hier gerade, und exportiert das dann. So, das ist zwar dann ein Mesh, wenn du es exportierst, aber du wunderst dich beim Import in Maya, warum es ungefähr 5 Stunden dauert, bis das Ding importiert ist, und wunderst dich dann, warum du ungefähr 1 Milliarde Objekte im Outliner hast, bis du dann feststellst, dass die Faces mehr oder weniger alle einzeln sind. Frag mich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, Gruppe, dann exportieren. So. Das kommt jetzt quasi in den vMaya-Ordner. Da Mesh mit ist immer noch der gleiche Name. Man kann das jetzt hier, wenn man will, beziehungsweise ich mache das dann in Maya selber, aber kannst auch hier schon sagen, hi. So, exportiert, fertig, aus. Das können wir einmal speichern. Hier drin, für den Fall, dass wir das noch brauchen. Dann haben wir das jetzt in vMaya drin. Da haben wir unser High Poly Mesh. Ist natürlich der Name ist ein bisschen verkrapst. Und da haben wir das auch schon. Den Namen, das hat natürlich auch jetzt wieder ein Namespace, der wird einmal gelöscht. Dann heißt das Ding leider wie, ach so, ja, eine andere Sache. Wenn du gehen wir mal davon aus, wir hätten das Mesh richtig benannt. So, also einfach nur Mesh-High.
Das Ding hat jetzt hier hinten so einen Zusatz, wenn es von ZBrush kommt. Doppelpunkt ZBrush Polymesh 3D. Wenn du jetzt einfach nur das anwählst, beziehungsweise von dem einfach nur den Namespace löscht, dann heißt das Ding hinterher nur noch so. Wenn du jetzt aber das hier zuerst rauslöschen würdest und dann den Namespace löscht, genau, dann behält es den Namen bei. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ist wie es ist. Normalerweise, wenn ich. Kannst du, Entschuldigung, ich muss kurz unterbrechen, kannst du nicht beim Import Namespaces schon direkt weglassen? Wenn ich es anders importieren würde, könnte ich das machen, glaube ich. Geht das, ja. Aber ich ziehe es halt einfach in die. Ja, okay, alles klar. Dann gut. Halt immer Namespace mit drin. Ja, weil ich habe, glaube ich, das mal irgendwann wegen den ganzen Charakteren hin- und herschieberei beim Animieren und so weiter, habe ich das mal irgendwann eingestellt, dass ich das löschen muss, weil ich hatte dann immer wieder das Namespace-Problem und es ging mir tierisch auf den Keks. Und verständlich. Kann man beim Import, glaube ich, abschalten. Musste man mal gucken. Jetzt kann natürlich, backt aber auch gerne mal rum. Okay. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. So, jetzt ist das genau wie in ZBrush natürlich alles Hard Edges, weil das kommt mit gelockten Normals aus ZBrush raus, genau wie aus Marvelous Designer. Das heißt einmal Unlock Normals. Dauert es vielleicht einen kleinen Tick länger, weil es sind ein paar mehr Faces. Ah ne, ist schon fertig. So, jetzt das Ganze einmal soften. So. Und schon ist es quasi ein super High-Poly, mit dem man baken kann. So, im Grunde mache ich jetzt nichts weiter als den Bake-Prozess. Wolltest du das auch einmal in Ding? Gerne, ja, warum nicht? Ja, habe ich noch nie benutzt. Okay, dann machen wir das. Das mit Poly kann jetzt theoretisch weg, weil brauchen wir nicht mehr. Ach, andere Frage. Okay, kann es erstmal nicht. Wir kein Low-Poly. Wir haben kein Low-Poly. Genau. Nutzen wir das einfach mal als Low-Poly oder, warte mal, vielleicht können wir das sogar noch anders machen. Wir haben ja Dings hier noch auf. Wir können natürlich hier mal ZZZ. So. Na. So. Na. So, genau. Warum nehmen wir nicht das hier als Low Poly, aber gehen wir hier auf 50, ein kleines bisschen noch mehr Low Poly. So, guck mal, das ist doch super. Wunderbar. Ich meine, vor allem, wir haben ja später noch, ne, das, wo wir es beim Thema beim Soldaten vorhin hatten mit den Ärmeln, ne? Es wird ja später noch bei 4.23 gibt es ja den automatischen LOD-Generator. Auch für dynamische Sachen, ne? Für Skeletal Meshes, genau, vor allen Dingen. Das meinte ich, genau. Und wir haben ihn ja schon für Static Meshes. Und falls wir irgendwann noch nicht, warum auch immer, was wir aber wahrscheinlich nicht werden, nicht auf 4.23 sind, kann man auch immer noch außerhalb mit Maya ziemlich gut schnell reducen. Ja. Das funktioniert auch immer ganz gut. Von daher ist es nicht so schlimm, wenn dann die höchste Stufe, sag ich mal, ne, ein, zwei Loops mehr hat. Als jetzt der Soldat vor allen Dingen gerade. Normal. Okay, hau rein. Okay, gut. Ja, exportieren wir das Ganze diesmal als Test-Dummy. So, wir hatten das andere, hieß immer, es ist Mesh, ne? Das ist eigentlich das ist völlig egal. Mesh Low. Da habe ich mich gesehen, wo ich die Feststelltaste bekommen. Mesh Low. So. Exportieren. Wir wählen das dünn und das bleibt alles wie es ist. So. Jetzt ziehen wir das Mesh Low auch einmal hier rein. Da haben wir es. Ne, da haben wir es nicht. Das ist das falsch umgenannte Mid-Poly. So. Namespace. Löschen. So. Na. So. Jetzt haben wir ein Low, ein High. Das kann weg. Das Low, ja, ist jetzt halt nicht schön. Können wir das hier einmal noch smoothen nach. Ein kleines bisschen, dann sieht das
ganz so kacke aus. So. Einmal unlock und soften. So. Okay. So, okay, gut. Ich werde mir jetzt keine Mühe machen, das hier alles zu perfekt zu fixen, weil das ist Quark, das brauchen wir jetzt gar nicht. Ich will das Ding einfach nur einmal gucken. Hat nur einen Layer, das ist gut. Dann einmal Auto-UV. Einmal optimizen. Aha, siehst du, wir haben natürlich Mesh-Probleme. Das hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Mal gucken, ob Maya die gefixt bekommt oder nicht. Können wir mal unfolden. Ernsthaft? Okay. Gut, muss man nicht verstehen. Mal Layout machen. Wie gesagt, geht jetzt auch nicht um schön. Wie das funktioniert, wissen wir alle. Mir ging es nur darum, dass das Ding überhaupt UVs hat. Ja. Jetzt hat das Ding UVs. Dann wird das exportiert. Und zwar in den Ordner FBX. Zumindest heißt der ja so bei uns. Und dann theoretisch FBX for Baking. Warum nicht? So. Dann heißt das Ganze Shirt Low. Und jetzt nehmen wir noch Shirt High. Und das wird natürlich auch exportiert. Und zwar als Shirt High. So, wichtig, die Suffixe sind wichtig. Zum einen hier und zum anderen auch hier, damit wir gleich per Mesh-Name baken können. So, dann kommt Maus jetzt zum Einsatz. Da hab Denk ich drauf, da habe ich keine Ahnung von, ne? Ja, da habe ich ein Template, was einfach, es ist nichts anderes als ein Beleuchtungstemplate, damit die Sachen immer gleich beleuchtet sind, die ich dir zeige und nicht jedes Mal anders beleuchtet werden. Da erstellen wir hier einen neuen Baker. Das ist quasi hier eine Baker-Gruppe. Da haben wir High und Low. So, wenn wir auf den Baker draufklicken, können wir hier schon mal einstellen, was wir baken wollen. Da kannst du den entsprechenden Sachen auch noch ein paar Einstellungen tätigen. Flip Normal Y ist richtig für Substance Painter. Deswegen ist das hier schon so voreingestellt. Das ist hier auch alles schon richtig eingestellt. Das ist ein Preset, was ich mir erstellt habe. Die Auflösung geht leider nicht in den Preset. Ich lege in 4K. Das muss ich immer noch selber einstellen. Samples ist quasi das Anti-Aliasing. 16 ist Minimum, bei 4 siehst du schon ziemlich starke Kanten auf jeden Fall. Ich würde sogar auf 64 gehen. Wenn wir aber eh in der Mesh, in der Texturauflösung auf 1K runtergehen, dann ist 64 eigentlich sowieso, das siehst du den Unterschied, siehst du da gar nicht mehr. So, das jetzt zu erklären, würde ein bisschen weit gehen. Soften und so weiter stelle ich alles so ein. Format, das hier ist 8 oder 16-Bit. Da machen wir nur bei der Position 16-Bit. Alles andere bleibt ja 8. Deswegen bake ich theoretisch auch erstmal nur so. Die Position bake ich hinterher und dann eben auf 16-Bit. Für den Test-Bake mache ich aber erstmal nur Normal. Klar, Ambient Occlusion dauert lange und ist für den Test-Bake unnötig. Erstmal nur gucken, ob das alles funktioniert. So, jetzt haben wir hier den Quick-Loader. Können wir hier sagen Load und gehen in den Ordner rein und sagen hier die beiden bitte einmal laden. Jetzt hat er die hier drin und er hat sie hier automatisch schon in High und Low reingetan, weil er eben nach dem Suffix geht. Deswegen ist das wichtig. Dann können wir hier High oder Low Poly verstecken. Verstecken wir das High-Poly, weil das brauchen wir nicht. Uns interessiert eigentlich nur das Low-Poly, wie das am Ende aussieht. Hier werden die Materials gleich mit installiert, genau, mit importiert. Klar, wenn wir in Maya dem Low-Poly noch
ein neues Material geben würden und dem Namen geben würden, können wir mal eben machen. So, TE-Shirt und das Ganze, ach ja, im Normalfall würde ich das jetzt auch noch triangulieren, bevor ich es exportiere zum Bacon. Exportieren, überschreiben. Das Geile an dem Autoloader und an dem Ding ist, der lädt jetzt kurz und updatet dann das komplette Mesh. Sogar mit Material. Geil. Mit Material ist alles perfekt. Ich muss nichts machen. Auch wenn ich irgendwas an den UVs ändere, an dem Mesh selber verändere oder Poly, irgendwas, völlig egal. Einfach überschreiben, exportieren, überschreiben. Der lädt das automatisch alles mal rein. Können Sie sich mal Unreal eine Scheibe von abschneiden. Oder auch Maya oder wer auch immer. Genau. So, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Klar, das alte Material, das bleibt jetzt hier drin. Lambert 1 sowieso, weil Lambert 1 liegt auf dem High-Poly, deswegen ist das hier mit drin und dann Shirt. Er löscht halt nicht die alten Materials raus. Das ist ein bisschen doof, das muss man manuell machen, aber mein Gott, man kann die alles haben. So, damit hätten wir das. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Output-Pfad benennen. Der ist in dem Fall, und deswegen verstehst du langsam, warum ich diese ganze Ordnerstruktur hasse. Also nicht die speziell, sondern überhaupt so viele Ordner. Ja, klar. Am liebsten würde ich alles, was zu einem Charakter gehört, alles in einen Ordner kleiden. Das würde mir die Arbeit so viel leichter machen. Kannst du ja zum Teil machen. Dass du das nicht willst. Nee, also du kannst ja schon zum Teil so machen, wenn du das alles in einem ZBrush-Ordner oder in einem speziellen Ordner hast. Ich müsste es dann halt hinterher alles sortieren, bevor ich es hochlade. Und dann kann ich es auch gleich so machen. Nee, also du kannst schon quasi, also mir geht es nur darum, dass ich quasi meine Hauptordner im Überordner halt nicht quasi durcheinander komme, wie FBX und Textures sozusagen, weil wegen der Masse halt. Aber wenn du jetzt einen ZBrush-Ordner hast oder einen, sag ich mal, einen David-Workflow-Ordner, wie auch immer, oder einen Workflow-Ordner, da kannst du ja von mir aus alles reinklatschen, wie du willst. Ja gut, aber wenn ich da alles drin habe, dann ist es ja nicht mehr im FBX-Ordner und nicht mehr im Textures-Ordner. Dann ist es also ja du meinst auch FBX, ich brauche ja im Prinzip nur FBX for Baking. Ja genau, ich würde halt, wenn das Ganze Sinn machen soll für mich, dann müsste ich alles komplett, vom FBX bis zur Textur, alles in einem Ordner haben. Okay. Das würde mir die Sache massiv erleichtern. Du kannst ja am einfach vom FBX for Baking, du kannst es ja machen und dann einfach den FBX for Baking-Ordner noch dann einfach kopieren. Gut, aber dann habe ich halt hinterher noch wieder alles doppelt oder ich sortiere es halt hinterher, nachdem ich fertig bin einmal. Ich brauche ja nur die Low-Polys am Ende für den Rest. Ja, ne? Also, ja es ist auch, jetzt habe ich mich auch schon daran gewöhnt. Ja klar, also nur wenn du bist halt trotzdem viel hinterher. Ich möchte dir da gar nicht irgendwie im Weg stehen, von daher. Nö, alles gut. Aber ein bisschen Struktur brauchen wir halt leider dann, ne? Weil sonst wird es halt... Nein, du verstehst vollkommen, das will ich ja nicht, absolut. Aber es wäre halt, dass ich ständig Pfade ändern muss. Absolut. Ich hier und neu redirecten und hast du nicht gesehen. Absolut. Das wäre halt jetzt alles in einem Ordner, wenn der Pfad immer der gleiche wäre, egal welcher Software. Ja, verstehe ich. Das wäre halt super, super easy. Aber halt können wir nochmal versuchen, drüber zu sprechen irgendwie. Ich meine, wenn wir dann halt nur am Ende die Sachen kopieren müssen, ist es ja nur ein Schritt mehr, wenn man halt dafür 199 andere Schritte spart, weißt du? Ja, stimmt schon. Dann gehen wir lieber 99 Schritte zurück und gehen nur einen nach vorne. Also so gesehen. Ich meine, du, für dich wäre es theoretisch auch egal, oder nicht? Du könntest auch alles in einem Ordner haben. So, ob du jetzt das aus dem einen Ordner rausziehst oder aus einem anderen Unterordner rausziehst, ist, ich hatte halt es das ist ein bisschen übersichtlicher, das verstehe ich. Ja. So, aber also rein theoretisch funktionieren würde es ja von beiden. Also das Ding ist halt zum Teil, dass ich bei manchen Sachen experimentieren muss oder dann halt die Masse mich erschlägt oder einfach die gesamte Anzahl an Dingen, die es einfach gibt. So, ich meine, wenn ich mir bei dir schon reingucke, du hast eine eigene kleine Welt in meiner Welt, weißt du, in meiner Hierarchiewelt. Und ich bin bereit, dir autonome Rechte zu geben in deiner Welt. Ne? aber ich habe schon meine Gründe sozusagen für auch die Gesamtstruktur, warum ich das so mache. Genau. Nee, alles gut. Also pass auf, deswegen lasse ich mir das von dir jetzt auch gerade mal alles erklären, damit ich mich damit mal auch beschäftige, was du jetzt quasi alles so machst, damit ich mich da mal aufhole im Sinne von im Workflow-Bereich. Mhm. Und vielleicht finde ich ja dann für uns beide noch eine Lösung, was das Thema angeht. Also ich schaue es mir mal an und dann halte es mal mit der Kopf. Kein Stress. Ja, aber ich halte es mal mit der Kopf. Kein Gamebreaker, aber es wäre. Nö, halt, aber Effizienz, wir lieben es beide. Ne? Nee, absolut. Bin ich bei dir. Ich meine, es gibt genug Gründe, Dinge effizienter zu gestalten, weil man ständig wegen irgendeinem anderen Scheiß ja nochmal zurück muss, weil wir die Batches vergessen haben, weil der Arm zu wenig Polygone hat, weil die Wimpern nochmal gemacht werden müssen wegen dem Scheiß. So, also da gebe ich dir schon recht so, von daher, genau. Weißt du aber, zum Beispiel, wenn ich halt die Sachen von Character Creator importiere und exportiere, fällt es mir halt einfach leichter, gerade bei der Masse,
das in den einzelnen Ordnern zu haben. Ja. Und dann halt auch einfach nachts um 3 noch weitermachen zu können, wenn ich quasi nur halbe Gehirnleistung habe. Und einfach nur Klar. weiß, okay, ich bin im Exportordner und ich will jetzt was importieren, also muss ich in den Importordner rübergeben. Und muss Ja, nicht oder ständig. Und habe halt. find ich tatsächlich komplizierter, als wenn du das dir diesen Schritt gar nicht überlegen musst, weil du immer im gleichen Ordner bist, egal was du Naja, das tust. Problem ist halt, wenn ich alles im gleichen Ordner habe und die Dateinamen so lang sind, dann muss ich halt ewig die Dateinamen suchen, weißt du? Und das ist halt bei 50, 60, 80 Dateien irgendwann super nervig. Das verstehe ich natürlich, So, klar. und da ist dann halt das wirklich einfache, ah, okay, Exportordner, Importordner. Gehirnleistung braucht Das nur. macht Sinn. Ja, genau. Gut. Ach, Warte keine mal, Ahnung, ich mache mal kurz egal. einen Stopp und mache nochmal einen neuen Video anfangen und. Okay. Und Und Abfahrt. weil wir jetzt so gut wie fertig gewesen wären. Egal, letzter Abschnitt. Okay, ja, jetzt was ich gemacht habe gerade, war den Output-Pfad erstellt. Das machst du hier auf den 3 Punkten. Im Grunde habe ich nichts anderes gemacht, als hier auf PNG zu stellen, dem Ganzen einen Namen zu geben. In dem Fall heißt das Shirt. Wäre das jetzt ein Soldat, dann wäre das Ganze US, was weiß ich, Airborne Shirt und so weiter. Das können wir uns jetzt alles sparen. Ist erstmal nur Shirt. Du brauchst hier nicht Normal oder irgendwas hinzuschreiben, denn je nachdem, was gebaked wird, macht er selber das. Ja, also den Suffix brauchst du nicht einzutragen. Wenn du das hier Normal nennen würdest, dann würde das Shirt nachher die Normal würde nachher heißen Shirt Normal Normal. Weil er eben den Suffix selber Ja, ist beisteuert. klar. Also kannst du dir sparen. Und ja, damit hat sich die Sache eigentlich auch schon. Dann wollen wir das auch einfach mal baken. Das geht auch eigentlich relativ schnell. Jetzt habe ich hier gerade 100 Millionen Programme offen, aber es ist trotzdem schon fertig. 4K, zack, schnell gebaked. In Marmoset, da ist die Normal Map. Die kommt jetzt quasi zum Test einmal in das Shirt Material rein. Okay, musst du noch per Hand draufpacken. Genau, das muss ich noch machen. So, die ist jetzt falsch rum, weil wir hier einmal die Normal flippen müssen. Das Ding ist, wenn du die Normal für Marmoset baken wollen würdest, dann müsstest du sie so baken, nicht geflippt. Dann ist sie für Marmoset richtig. Aber für Unreal und für Substance wäre sie falsch. Deswegen, damit sie für Unreal und für Substance stimmt, flippe ich Y. Dafür, dass sie dann hier aber stimmt, musst du hier im Material auch Y flippen. Falls du dahinter Check. gekommen bist. Okay. Ich bin nur schweigsam wieder wegen der Ja, Mikrofonqualität. ist alles gut. Gut, schrei rein, wenn du was nicht verstehst. Oder wenn ich zu schnell bin oder irgendwie mich Nee, gehört habe. ich nehm's ja alles auf, kannst ja Ja, oder zurücksetzen und dann so. baller ich dich danach mit Fragen zu, wenn dir irgendwas unklar ist. Alles klar. So, also im Grunde ist das schon tatsächlich der ganze Workflow. Jetzt gucke ich und kontrolliere ich, ob hier irgendwo Probleme sind. Was ich zunächst mal mache, ist, mir ist das zu shiny. Deswegen gehe ich hier, und das ist leider auch ein Problem, wenn du Lambert Material aus Maya importierst mit dem Mesh, ist das leider immer ein Specular Gloss Material und kein Metal Rough. Das heißt, du musst hier das Material erstmal Specular zu Metal und Gloss zu Roughness umstellen, wenn du Gilt aus das auch Maya für Fong? kommst. Das gilt, das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert. Und wahrscheinlich, wenn du, kannst du die PBA-Materials benutzen? Jetzt muss ich das auch noch hinterher schießen. In Maya? Na, du hast ja Oder Maya, du hast wo? ja Maya PBA-Materials. Ist das so? Das ist so, du hast sie jetzt gerade nicht. Oh, du musst sie im Shader, du musst sie im Plugin aktivieren wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Ich habe das noch nie mich damit Aber schon so beschäftigt. seit 4 Jahren jetzt ist das. Okay, aber ich habe. Aber es ist auch nicht so toll. Also ich muss sagen, es ist zwar ganz nett, aber es macht auch, verursacht auch bei manchen Tools Probleme, wie bei Vertex Color Painting. Sobald du Okay. PBA drin hast, kannst du die Ja. Vertex Colors nicht mehr sehen. Okay, nee, Zumindest. dann scheiße ich mal Ja, erstmal drauf. genau, scheiß das mal Ist drauf. nichts. Ach so, Genau. halt, stopp. Ich wollte das mit Fong aber gerade mal eben Ja. ausprobieren. Tu mal Fong drauf und nimm das TE-Shirt Fong. Dann exportieren wir das Ganze nochmal. Und gucken mal, was passiert. Tatsächlich ist das auch genauso. Ist auch ein Gloss Material. Hat also nichts geändert.
Gut, dann bereiten wir das jetzt einmal vor. Ich gehe dann hier Metal raus und Roughness komplett rein, damit es komplett rough ist. Ich finde es ein bisschen einfacher, so in der Normal Map die Fehler zu sehen. Deswegen mache ich das, das ist der einzige Grund. So, hier zum Beispiel ist ein Fehler. Da geht der Cage nicht weit genug, um die Falte komplett mitzunehmen. Das sieht man, wenn man zum Beispiel hier in dem Mesh den Überordner Low anwählt, dann siehst du hier den Cage. So, wenn wir jetzt das High-Poly noch mit displayen sozusagen und dann hier reingehen, dann siehst du hier, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Wunderbar, ja. Dass der, ne, das guckt halt durch und deswegen wird es nicht mit gebaked. Dafür muss man sich das High-Poly auch nicht unbedingt anzeigen lassen, das war jetzt nur zur Veranschaulichung, weil man sieht ja hier, dass ein Fehler ist. Man kann dann hier im Low reingehen und den Offset vom Cage einfach ein bisschen größer machen. Du musst noch nicht mal was tun. Es gibt ein Auto-Rebake. Wow. Der wird allerdings noch nicht auf diese Textur angewendet. Das ist erstmal nur intern, der Rebake. Okay. Kannst du auch arbeiten halt super. Den Cage per Hand anpassen? Du kannst auch den Cage noch per Hand anpassen, und zwar indem du hier auf Low gehst wieder und sagst Paint Offset. So, dann hast du hier eine Map, auf der du painten kannst. Siehst du jetzt hier, kannst du mit Steuerung oder ohne Steuerung den Cage größer oder kleiner painten. Das geht auf jeden Fall ganz gut. Und dann hast du hier noch Skew Painting. Das ist im Grunde für die Klamotten nicht super wichtig. Das ist eher sehr wichtig für Hard Surfaces nachher. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich damals von Substance Painter zum Bacon auf Marmoset gewechselt bin, weil das in Painter nicht geht. So, und das ist, wenn du zum Beispiel, warte kurz, gibt da bestimmt ein ganz super Beispiel. Genau. Wenn du, zeigt ihr mir das jetzt als Bild an, oder? Genau. Wenn du sowas hier bakst, wie das untere Bild, dann passiert es häufig, dass die Bake-Details so verzerrt sind, wie das hier. Und es gibt in Painter keinen vernünftigen Weg, das zu fixen. So, hier unten kannst du es auch sehen. Ja, je weiter die Sachen am Rand sind, desto mehr wird das durch die durch V-Normals und Vertex-Normals funktionieren, eben verzerrt. Und das kannst du eben mit dem Skew-Painting komplett fixen. Du kannst dann wie mit dem Offset-Painten einfach hier über die betroffene Stelle einmal rüberpainten im Skew-Painting und dann sieht die Schraube am Rand genauso aus wie die in der Mitte. So. Cool. Und sowas halt zu fixen, ja, durch einen Normal-Map-Fehler, das ist halt perfekt. Und gerade wenn du ein bisschen qualitativ hochwertigeren Bereich arbeitest, dann macht das ganz viel Sinn für Hard Surfaces. Anyway, das ist im Grunde auch schon das ganze Geheimnis. Das ist natürlich jetzt nur Auto-Rebaked hier hinten, das ist noch nicht neu gebaked. So. Das heißt, wenn wir mit dem Auto-Rebake zufrieden sind und alles sieht gut aus, keine Fehler mehr, dann wird einfach nochmal neu gebaked. Das geht auch wieder ratzfatz, schon fertig. Und ja, jetzt haben wir die Textur schon perfekt. Ach ja, das gleiche Problem wie bei CC3. Das Material ist nicht weiß. Es ist leicht grau. Warum auch immer, ne? Verstehe ich auch nicht. Zur Darstellung hier von einem grauen Mesh, muss ich sagen, gefällt es mir so besser. Wenn ich aber nachher reinkomme und hier die fertigen Texturen reinlade, um sie mir anzugucken oder dir ein Bild zu schicken, wundert man sich halt, ne? Halt super krank. Genau, dann wundere ich mich, warum ist das so dunkel. Ja, nee, das ist tatsächlich eigentlich auch schon alles. Genau, wenn du dann halt mit der Normal Map zufrieden bist, dann aktivierst du halt alle anderen Kästchen hier, bakst das einmal alles durch. Am Ende in dem Fall nur die Position, dann hier auf 16 Stellen die Position einmal baken und dann ist die Sache fertig. Dann geht's nach Painter und wie das funktioniert, weißt du ja. Ja, nice. So. Das cool. Ist im Grunde alles. Es klingt nicht nach viel, aber wird bei einem kompletten Soldier auf jeden Fall eine Menge. Absolut, absolut. Da kann ich auch immer den Hut vorziehen, dass du so viel Geduld hast. Ich mache das gerne, aber das Ding will halt leider auch seine Weile haben. Okay, was ist schlimmer? Soldaten oder die Hut?
Die Hut. Ja. Also ganz Definitiv, ehrlich, ja, das war schon. das. Ja, nee. Also ich will es auch kein zweites Mal machen. Ich weiß, ich Ja. habe noch drei Schiffe vor mir, aber Wir haben ja noch das. Zeit, das kommt jetzt erstmal nach hinten. Das wird dann Ja, vielleicht DLC oder so, ne? Müssen wir mal gucken. Da war jetzt ja. erstmal einfach wichtig, mal rauszufinden, wie man das macht. Und was Ja, hatten wir ja ich denke, besprochen, viele ne? Elemente kann man von der Hut sicher auch übernehmen, so wie die Reling und so den ganzen Ja. Quatsch. Also vieles, auch die Beiboote oder so, Ja. da kann man sicher ein bisschen was übernehmen. Aber Cool. ja, das Dann, daraus kommt. warte mal, jetzt hast du quasi, kurz mal auf den Desktop zurück, in den Ordner rein. Du hast jetzt quasi einen Low-Poly und die gebackten Texturen. Genau, ich habe jetzt den Autosave-Ordner aus Maya, den Ja. ich normalerweise dann mal rauslösche, Ja. bevor ich es hochlade. Ja. Dann habe ich den FBX-Ordner für Baking, da habe High ich die und Low. beiden drin. Dann habe ich hier normalerweise die ganzen gebakten Maps drin. Ja, check. Zusätzlich zu einem Save-File von Marmoset, weil ich es noch nicht gespeichert habe, habe ich das hier jetzt nicht. Dann in OBJ habe ich eigentlich das nicht drin. Das habe ich normalerweise drin in einem Marvelous Designer Ordner. Ne, also Marvelous. Da ist das hier normalerweise drin. Der Test-Dummy, der kam vorhin aus Maya. Den habe ich da normalerweise auch nicht. Genauso wenig wie die beiden Sachen, die sind auch da. Und den kann man da. Das ist so ein typisches File, was ich, so ein FBX, was ich irgendwann zwischendurch mal exportiere, weil ich es irgendwo brauche, was aber am Ende keine Bedeutung mehr hat. Die landen eigentlich immer hier. Okay, cool. So. Nicht im For-Baking-Ordner, Ja. sondern im ganz normalen, einfach im FBX-Ordner. Da Okay. schmeiße ich immer alle FBX rein, wenn ich mal von einer Szene was in die Ja, die andere packe ich dann in den Backup-Ordner, rüber weil haben für will. mich ist das der FBX-Ordner der heilige Ordner des finalen 3D-Modells. Also für mich ist dieser Ja, Ordner okay, das ist für mich ganz Baking. wichtig. Ja, okay. Ja, für mich ist das Ah, der FBX-Ordner okay. selbst. I see, okay. Okay, gut. Nee, und ja, genau, so sieht das dann ungefähr am Ende aus, mit ein, Cool, ja. zwei Ordnern mehr. Also ich glaube, Und soweit, also ja. bei, sag ich mal, wenn ich mir jetzt Marmoset und Marvelous Designer so anschaue, wirkt es recht einfach, das nachzubauen. Vor allen Dingen, was die Menüführung angeht. Bei ZBrush wird es natürlich wieder ein bisschen spezieller und da kann ich mir gut vorstellen, dass ich Ja. noch ein paar Mal durchlöchern werden muss bezüglich, ich habe irgendwas gedrückt, warum funktioniert das nicht? Genau. Oder ich habe Ja, irgendwas nicht täusch gedrückt, dich oder... mal nicht, was Marvelous Designer Klar, ey, angeht. Das keine ist, Frage. Ja, ich also weiß. ich kann dir das da einmal hier zeigen, bei dem, wo ich vorhin Ich will es war. gar nicht wissen eigentlich, ja. Nehmen wir mal den Airborne Winter, was weiß ich. Ist schon schick zum Teil, Mann. Aber ich habe gedacht, dass halt Ja. auch Marvel das schon so ein bisschen mehr so krasse Detailfalten macht. Ich meine, klar, ne? Die Grundfalten sind schon mega geil. So, es ist halt, ne, das hier habe ich auch mit dem Messer zum Beispiel, das habe ich genau, wie ich dir vorhin gezeigt habe, mit dem Teil hier, Ja. das, wie es nach hinten und wie es halt reinfährt. Mit dem Morph Target habe ich das Messer hier von links außen nach rechts ans Bein fahren lassen. Ja, aha. Mal wieder shaded. Oh, das ist halt So, heftig mit den Morph-Targets, ne? Das ist schon ein bisschen nervig fast, oder? Oder geht es schnell? das geht super. Also Okay. du brauchst ja nur, du schiebst einmal das Mesh nach links in Ja. Maya, setzt einen Key nach rechts, Okay. wieder einen Key und Ja. exportierst beide und fertig. Okay. So, das ist kein Problem tatsächlich. Viel nerviger sind solche Ja, Sachen gut, das habe ich mich auch schon gewundert. Ja, klar. Knoten, hier. ne? Weil wir hatten, das Thema hatten wir ja schon. Knoten, ja, genau. Und wie du sehen kannst, ich habe jetzt komplett das ganze Mesh hier gerade gelockt. Deswegen ist das so blau. Das kann ich auch wieder anlocken. Das heißt, locken ist im Grunde nichts anderes als, wenn du Simulate klickst, passiert gar nichts. Ja, Das check. Mesh würde sich nicht bewegen, weil das ist gelockt. Das mache ich immer, wenn ich mit einem Mesh per se super zufrieden bin und aber noch an einem anderen arbeiten will oder so, dann locke ich das eine, damit es sich daran nichts mehr verändert. Da habe ich jetzt noch eine Frage gerade gehabt. Jetzt muss ich nur kurz nochmal nachdenken. Ach so, genau. Nee, eigentlich vergiss es. Es ging mir gerade nur nochmal um die Badges oben an den Schultern. Hattest du ja beim ersten Durchlauf, als wir es noch ohne Marvelous und Co. gemacht haben, hattest du die Badges beim Attachment dran. Ja, die würde ich tatsächlich An nicht die, zum Attachment genau, machen. an die Jacke dann, ne? Ja, Ja. auf jeden Fall. Beziehungsweise, ja, doch, würde ich wahrscheinlich so machen. Ich hatte auch schon die Idee, dass man die Dinger komplett eigenständig macht. Beziehungsweise, ja, kann man zum Beispiel, dass du sie eigenständig machst mit einer eigenen Ablasstextur.
So, dass du die verschiedenen Ränge oder so Ja. als Textur packst. Bei jedem Soldaten kannst du dann einfach random, weiß ich nicht, einen von der Atlas-Textur dir einen Rang raussuchen oder sowas. Es gibt doch auch, glaube ich, irgendwie die Möglichkeit, einen UV-Offset zu machen, eventuell. Oder ach, es gibt doch, ich bin mir gar nicht ganz sicher, zum Beispiel bei den Partikeleffekten, da wird doch auch eine 64x64 Textur-Map reingeladen und dann wird dann ja durchgeschaltet zwischen diesen einzelnen Bereichen, diese, keine Ahnung, Cluster-Scheiße, Hab ich weiß nicht, wie ich das noch heißt. nie mich mit Ich befasst, auch kann ich nicht. dir Ich auch nicht. Ich weiß aber, dass es aber keine geht. Möglichkeit geben. Weil Ja, ich hätte es jetzt halt. bei Fonts ist es nämlich genauso. Fonts funktioniert nämlich genauso. Du lädst nämlich den ganzen Schriftzug am Schritt rein und tust dann diese einzelnen Flächen unterteilen in welcher Buchstabe was ist. Und Okay, so. verstehe, ja. Genau, und so weißt dann quasi Unreal, was du für ein. Das macht Unreal auch ziemlich gut automatisch, aber. Also da habe ich mich auch noch nicht rangetraut, deswegen hatte ich damals auch gemeint, lass uns die Batches erstmal nicht machen. Texturell. Ne? Dachte ich halt. Und nicht mit 3D-Modell technisch, aber dass wir da Missverständnis hatten, haben wir ja schon geklärt. Genau, okay. Cool. Dann Ja, nee, sehr und geil. hier oben darauf wollte ich Ja, hinaus. bitte. Die ganzen einzelnen Logs, die ich hier gesetzt habe. Ja, das ist ja, was ich hatte ich ja vorhin erklärt, dass wenn du jetzt simulierst, dann kannst du halt entweder eine ganze Reihe hier locken, die sich dann nicht bewegen wird. Oder du kannst halt auch einfach einen einzelnen Punkt locken, Ja, sozusagen. okay. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel nicht willst, dass sich diese Falte hier noch bewegt, dann würde ich das jetzt so zum Beispiel machen. Jetzt würde sich alles andere nachher noch bewegen, nur das hier würde so bleiben. So, und da musst du halt nachher dann wirklich anfangen. Das habe ich hier zum Beispiel, da wollte ich nicht, dass sich das noch anders verzieht als hier. Aber ich wollte die Hose trotzdem noch simulieren lassen. Also habe ich das hier unten alles gelockt Ja, und so verstehe. eine Geschichten. Oder oben auch der Kragen, den kannst du dann quasi, ich weiß nicht, kann ich das mal zeigen. Ah, okay, du hast so ein paar Punkte festgelegt, damit Genau, sich. an den Punkten wird es sich halt nicht mehr bewegen. So, Ja, wenn aber ich der Rest die flackert noch so ein bisschen, Punkte, damit er gerade nach Falten wirft. genau, aber wenn ich die Punkte alle rausnehmen würde, würde das mit dem Kragen passieren. Ja, verstehe. So, dann würde er halt komplett in sich zusammenfallen. Das kann man sicher auch noch anders umgehen. Du kannst ja für jedes, ich habe hier verschiedene Fabrics, also verschiedene Stoffe. Und jeder einzelne Stoff kann wieder komplett andere Eigenschaften haben und sich anders verhalten. Der eine ist zum Beispiel ganz weich und gibt super Falten, der andere ist sehr steif und macht überhaupt nichts. So kannst du da auch noch in den Stoffeigenschaften viel machen. Aber so weit wollte ich mich damit nie auseinandersetzen, weil Ja. das ist auch nicht notwendig gewesen für unsere Zwecke, mich da so hart reinzufummeln. Aber ja, so ist es halt, musst du nachher viel hin und her. Bis es dann alles sitzt und so gut simuliert, wie du es haben willst, ist es dann doch am Ende gar nicht so einfach, wie man Ja, sich das dann verstehe. vorstellt. Ja. Ja. Aber cool, dann werde ich mir das auf jeden Ja, Fall mal anschauen. Vor allem, mach du bist das ja mal. immer eh früh im Bett abends. Und dann Ja, das stimmt. switchen, können wir da ganz kurz switchen. Das stimmt Und wohl. dann baue ich mir mal vielleicht mal mein erstes T-Shirt oder mal eine Hose oder was auch immer. Ja, für sowas zum Beispiel gibt es ganz gute Referenzen im Internet teilweise, so Sewing Pattern heißt das. Einfach Du mal musst mir noch mal die Brushes noch schicken für ZBrush. Oder den Link ja. zumindest. Und dann noch das eine Tool von ZBrush. Von Maya. Von Maya, genau. Dieses Export-Dings So. könntest du mir mal schicken. Genau, und dann schaue ich mir jetzt erstmal die Videos an, schneide sie zusammen, lasse sie bei YouTube hoch und sage Tutorial Video 1, ZBrush, Marvelous Maya, Unreal, awesome. Ja, super. Ja, nee, aber da einen Link hatte ich dir geschickt, einfach nur Google-Ergebnisse. Da kann man sich ganz gut orientieren teilweise, wie man die einzelnen UV-Flächen Muster. quasi in Marvelous die Muster zusammenschneidet, damit es Ja. nachher ein halbwegs förmiges T-Shirt gibt. Weil man kann da, ich habe am Anfang auch gedacht, ein T-Shirt kann ja nicht so schwer sein, ja, aber es Ja. hat hinten und vorne nicht gepasst, bis ich mir dann mal angeguckt habe, wie ist tatsächlich so ein T-Shirt aufgebaut. Ja. Und dann hat es auch langsam angefangen, Sinn zu ergeben, alles und auch Okay. Marvelous langsam funktioniert, weil Marvelous funktioniert letztendlich genauso Wie Schneidern, wie oder? Schneidern. Ja. Genau. So, und je besser du schneiderst, desto besser sitzt nachher alles. Und deswegen, Ich ja. habe mich mal tatsächlich mal bei YouTube mit Nähmaschinen und so auseinandergesetzt und T-Shirt-Nähkursen und so weiter.
Ja. Alter, also da merkst du auch, dass jeder fucking Mensch, der Schneider ist, mega unterbezahlt ist, einfach weil die eine riesen Arbeit leisten. Ja, ist so. Ist krass, Alter. Also vor allem, ich meine, das ist zwar Handwerk, das können scheinbar sehr viele, wenn man es lernt, weil es nur irgendwie eine Abfolge von Schritten ist. Aber wenn es dann ums Detail geht, ne, wie immer halt. Ja. Ja. Nee, aber ist krass. Okay, cool. Dann So. mache ich mal hier Video. Stopp, es sei denn, du hast noch irgendwas. 2, 1 und Abfahrt. So. Du wolltest jetzt wissen, wie ich aus so einem Mesh hier einen Halbpulli mache. Wenn das für dich ein Low-Poly ist, ja. Das ist für mich im Moment noch das Low-Pulli. Okay. Also es ist, wenn du so willst, es ist das Mid-Pulli. So, ne? Es sind viele unnötige Faces und Krams. Das kommt natürlich nachher im Optimierungsprozess alles raus. Aber zum Arbeiten fange ich jetzt nicht an und mache hier sowas. Ja, weil so kann ich keine Edge Loops mehr setzen und kann einfach nicht gut an dem Modell arbeiten. Deswegen kommt sowas immer zum Schluss. Im Moment ist das quasi wird mal mein Low-Poly. So. Genau. Wenn wir das jetzt smoothen, sieht das in vielerlei Hinsicht noch nicht so richtig geil aus. Ist klar, es fehlen die ganzen Supporting Edges. Ja, es gibt jetzt einen relativ einfachen Weg, das Ganze zu machen. Dafür ist wichtig, dass alle Edges, die gebevelt werden sollen, hart sind und alle anderen weich sind. Das ist auch der Grund, warum ich standardmäßig in Maya die gestrichelten Linien beziehungsweise den Hard- und Soft-Edge-Display anhabe. Einfach damit ich das schnell auf einen Blick besser sehen kann. Es gibt sonst aber auch noch die Möglichkeit über mein Skript. Das geht auch irgendwie in Maya selber, frag mich aber nicht wie. Hier über Edge-Display und dann Only Hard Edges. Dann zeigt er mir nämlich, siehst du, und da sehe ich schon hier einen Fehler. Diese Edge soll natürlich soft sein. So, das ist sie jetzt auch. Man kann das Ganze natürlich auch im Wireframe-Modus machen. Falls man da irgendwie Sachen besser sieht, sehe ich jetzt nicht unbedingt besser. Auch hier könnt ihr jetzt hergehen und die alle soften. Ein bisschen einfacher ist auch das hier wieder. Ich stelle hier einen Winkel von ungefähr, sagen wir mal, fangen wir mal mit 35 an und hit Enter. Dann sucht er mir alles raus, alle Edges, die einen flacheren Winkel als 35 Grad haben. Die kann ich jetzt schon mal alles soften. So, damit ist jetzt hier alles gesoftet und demnach wird hier die werden die Hard Edges nicht mehr dargestellt. Weil sind keine Hard Edges mehr. Jetzt können wir das nochmal kontrollieren, ob das irgendwie passt. Ja, das hier soll eigentlich eine Hard Edge sein, da der Winkel aber flacher ist, hat er den natürlich mitgesoftet. Das sollte er nicht tun. Und auch das hier soll eigentlich hart sein. Lass mich das hier mal wieder ausmachen. Huch. Quatsch. So. Und zwar ist das hart und das hart und das und das und das und das und das. Nee, das nicht. Und das auch nicht. Das ist Quatsch gewesen. So. Die hier sind auch alle hart eigentlich. Das ist jetzt ein bisschen eine fummelige Arbeit, das ist ganz richtig. Vor allem aber, weil ich das gerade mit dem Tool hier doof gelöst habe. Das hätte man vielleicht noch anders machen können. Mit einem anderen Winkel wäre das auf jeden Fall einfacher gewesen. So. Ist auch nicht ganz so wichtig. Ich will das ja jetzt nicht hier perfekt produktionsfertig machen. Ich wollte dir nur zeigen, wie das im Grunde nachher funktioniert. Was ich aber tatsächlich machen muss, ist das hier. Das ist nämlich ein Problem und zwar sieht man das hier ganz gut. Du hast hier eine durchgehende Fläche. Ja? Sagen wir mal hier, diese Fläche ist durchgehend, weil hier nicht mit einer Hard Edge getrennt. Das ist für ZBrush nachher entscheidend. So, ZBrush kann hier keine Hard Edge draus machen, wenn das nicht hier auch eine Hard Edge ist.
So, das muss aber eigentlich so sein mit einem Hard Edge. Deswegen müssen wir hier in Maya das eben vorbereiten. Das ist tatsächlich jetzt speziell bei dem Mesh ein kleines bisschen eine nervige Fummelarbeit. Du wirst aber gleich sehen, dass es insgesamt deutlich schneller geht, als hier überall Supporting Edges zu setzen, weil da würdest du auch geklappt werden. Das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall macht ja schon bei jedem Einzelteil zwei Supporting Edges links, rechts oder vier und noch für die Innenseiten. Genau. So. Jetzt ist das wieder ein kleines bisschen angenehmer. Und die sind, soweit ich weiß, sollen hart sein. Genau, das sieht schon wieder ein bisschen mehr nach dem aus, was ich mir vorgestellt hatte. Und genau, jetzt die hier auch. Jetzt haben wir das soweit quasi vorbereitet. Jetzt würde ich damit nach ZBrush gehen. Auch hier wieder OBJ. Bei ZBrush mag OBJ einfach noch lieber. Ich packe das mal auf den Desktop. Das sollte jetzt ja passen. Wo haben wir es? Da haben wir es. ZBrush. Dann können wir das hier einfach das Subtool überschreiben. Wir laden einfach unser Mesh, wo ist es? Da. Laden wir jetzt in dieses Subtool rein. Das sind im Moment noch Ngons drin. Deswegen kriegen wir hier die Warnung. Du kannst jetzt versuchen, ZBrush zu sagen, er soll aus den Ngons Quads und Triangles machen. Das kann funktionieren. Kann aber auch böse in die Hose gehen. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Das verstehe ich nicht. Warte mal. Kurz was ausprobieren. In solche Sachen werde ich wahrscheinlich auch ein paar Mal reinrutschen. Bitte? In solche Sachen rutscht man, werde ich wahrscheinlich dann auch noch ein paar Mal reinrutschen. Das kann gut sein. Ja, ich verstehe es vor allem gerade nicht, warum er das gemacht hat. Das, als wäre der Pivot komplett off gewesen. Was er eigentlich nicht sein sollte. Siehst du, jetzt geht's. Wo auch immer da das Problem gerade war. So, jetzt haben wir das hier. ZBrush hat jetzt aus den Ngons versucht, wie man hier sehen kann. Ja. Versucht und leider nicht geschafft, Quads zu machen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder hierher gehen und die Ngons manuell triangulieren. So. Du müsstest aber im Mesh alle Ngons triangulieren, damit es funktioniert. Das kannst du natürlich machen, indem du zum Beispiel im Cleanup sagst, soll dir Faces anzeigen, die mehr als vier Seiten haben. So, dann hat er keine gefunden. Oder was ist da los? Nee, scheinbar findet der keine. Scheint so. Das war derbe dumm, was ich gemacht habe. Das war wirklich derbe dumm. Klassischer Anfängerfehler. Das nochmal hoch. Und zwar habe ich hier Cleaner. Ich will aber Select. So, damit er mir die selektiert. Ja, und dann siehst du schon, das sind eine ganze Menge. Klar, logisch. Und so viele Ngons zu fixen, dauert natürlich seine Zeit. So. Um das Ganze zu beschleunigen, kannst du auch einfach sagen, triangulieren. Dann exportierst du das Ganze wieder. Das überschreibt er jetzt einfach. Und dann kannst du in ZBrush das Tool einfach neu überschreiben. So, jetzt siehst du auch hier, es ist gefixt. Und das ist auch schon das ganze Geheimnis. Perspektive kannst du hier übrigens umstellen, ob perspektivisch oder nicht. Ich finde die Verzerrung immer ein bisschen nervig, deswegen stelle ich eigentlich ganz gerne auf perspektivisch. Und jetzt kannst du hergehen und sagen, nicht halt stopp. Falsch. Schon mal, was ich gemacht habe wieder. Das ist richtig clever. Weil ich habe länger keine Hard Surfaces mehr gemacht. Man verliert die Hälfte.
So, nee, es war nicht falsch, genau, ich habe es importiert. Jetzt muss ich es aber nochmal reinladen mit Crease Smooth Groups. Was der nämlich jetzt macht, ist, der erstellt mir, das sollte man theoretisch auch gleich sehen, hier überall an den Hard Edges Supporting Edges. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst. Vielleicht hier. Ja, ein bisschen, ja, ganz leicht. Minimal. Ja, ganz leicht. So. Und wenn ich das nämlich jetzt smoothe. Ja, ich weiß. Zu viele Unterteilungen, entschuldige bitte. Gehen wir halt einen zurück. Dann habe ich ein extrem hoch aufgelöstes Mesh. So. Und habe die ganzen Hard Edges schon mit drin. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann das Ganze, sagen wir mal, mit 2 Millionen Dynameshen. Und wir warten. Ja. Na komm. So, jetzt ist das Ganze gedynameshed. 2 Millionen war vielleicht ein bisschen zu wenig, hätte man vielleicht ein bisschen mehr nehmen sollen. Aber es geht ja ums Zeigen. Und jetzt kann ich hier einfach bei Polish einmal hier reinklicken und ein bisschen den Slider rüberziehen. Jetzt smoothet er mir das Ganze. Ja, yes, I see. Und fertig ist im Grunde das Halbpoly. Nice. Und dann exportierst du es noch einfach jetzt wie? Dann exportiere ich es wieder und bake das Ganze, wie ich es dir schon vorhin mit dem Character gezeigt habe. Ja, wie exportierst du jetzt nochmal kurz? Das muss ich gerade von oben rechts wahrscheinlich, ne? Group ausmachen. Ah, export an. Fertig. Und dann hast du ja. einen Halbpulli. Cool. Und hab meinen Halbpulli. Mit ein paar Klicks letztendlich. Ja, ja. So. Das hier ist natürlich ein bisschen unschön. Ich weiß nicht, ob du die Streifen sehen kannst. Ja. Das ist halt das Problem, das kommt durchs Triangulieren. Weil ich hier eine runde Fläche, eine gebogene Fläche trianguliert habe, ja. Kommt das zustande. Und du hast jetzt nochmal trianguliert, warum? Damit hier keine N-Gons mehr im Mesh sind. Ah ja, okay. So, du hättest also, um sowas hier zu vermeiden, hast du ja, 2 Optionen. Die baust eine Quads ist, wahrscheinlich. Du baust nur Quads. Oder sorgst zumindest dafür, dass du, bevor du exportierst, nur Quads oder Triangles hast. Oder du gehst nach dem ganzen Prozess jetzt hierher und versuchst das Ganze zu smoothen. Ja, macht ja eigentlich auch Sinn, ne? Genau, das kann funktionieren, das kann aber auch, also perfekt, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, perfekt ja, ist es nicht. Ja, ich sehe es, ja, ja. So, wie stark siehst du es auf der Normal Map später? Das kommt auf die Auflösung der Normal Map an. Bei 8K wirst du es sehen, bei 4K wahrscheinlich kaum noch, bei 2K wirst du es mit Sicherheit nicht mehr sehen. Ja, okay. Es sei denn, das ganze Ding hat erst 2K, aber wenn die ganze Waffe 2K hat, dann wirst du es wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und wie machen das die Profis? Genau so, oder? Die Profis, ich gehe mal davon aus, dass sie nicht viel mit Triangles arbeiten, oder sie machen es genau so. Also ich habe dazu einmal ein Video gesehen von Naughty Dog, die für Uncharted und für, war das Naughty Dog? Das war nicht Naughty Dog, das war Ubisoft und Division. Von denen habe ich den Workflow, die haben das nämlich genauso gemacht. Allerdings haben die teilweise mit Cut-Daten aus dem Internet. Die haben Cut-Daten genommen, haben die Cut-Daten in Dings eingeladen, in ZBrush, beziehungsweise in Maya, haben daraus Mesh gemacht und haben das Mesh dann, das völlig kaputte, in ZBrush rein und haben das da aufgeräumt. Und so okay. Aber ansonsten, was sie sonst auch machen, ist, sie nehmen sich einfach das habe ich hier tatsächlich auch gemacht, ein Cube für den Schlitten und cutten dann die ganzen Sachen alle einzeln raus mit Booleans. Okay. So, die Löcher hier werden in ZBrush oder was? Entweder du kannst das in ZBrush machen oder halt schon in Maya. Ja, okay. So. Und dann haben sie ganz viele N-Gons oder was? Dann haben sie halt ganz viel N-Gons und ganz viel so Boolean-Schnittkanten und das wird dann trianguliert und das kommt dann nach ZBrush und wird genauso zum Halbpoly. Okay. So, also es gibt da verschiedene Ansätze.
Aber das Ding kann man so auf jeden Fall benutzen. Ja, auf jeden Fall sieht super aus. Ne? Okay, cool. Dann danke ich dir schon mal und dann bin ich mal gespannt, wie ich mich da durchschlagen werde und werde es mal ausprobieren. Mit erstmal einem Cube und solchen Sachen. Ein Tipp ja noch, vielleicht noch. Du hattest ja noch dein PDF mal geschrieben, das kann man ja ganz gut parallel jetzt benutzen mit dem Video. Ja, genau. Da stehen solche Sachen eigentlich nicht drin, weil das sind Sachen, die habe ich jetzt erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ja, okay. Was eine Sache noch, hattest du gerade? Ja, genau. Und zwar, wenn du Sachen combinest nachher in Maya, oder, ne, also wenn du jetzt quasi meshes, sagen wir das und das wäre jetzt nachher ein Teil. Ja, alles, was sich nicht bewegt, ne? Genau, und in ZBrush dann so verarbeiten, wie ich das gerade gezeigt habe, das ist ein bisschen schwierig, denn wenn du zum Beispiel so dicke und so dünne Sachen zusammen als ein Mesh combinest, so, und das jetzt in ZBrush reinladen würdest, du müsstest bei dem Polish-Slider, den ich dir gezeigt habe, für das hier ganz andere Werte einstellen als für das hier. Mhm. Und wenn du beides in einem Mesh hast, kannst du nur beides zusammen polishen. Ja, ja, verstehe. Und wie löst du das dann? Machst du ganz viele einzelne Bakes dann? Weil ich mache ganz viele eigene, nach Möglichkeit lasse ich die Teile alle einzeln. Ja. In dem Fall würde ich das Ding sowieso einzeln lassen, weil ich es zum Austauschen baue, aber ja. Ich würde tatsächlich nur Sachen combinen, die möglichst schlank sind zum Beispiel und Sachen, die ein bisschen weniger schlank sind. Sowas zum Beispiel könnte man combinen. Weil das Problem ist, wenn ich hier den Polish Slider auf 10 stelle zum Beispiel, dann ist das hier schon eine richtige Rundung. Ja, verstehe. So, und gar nicht mehr zwei Kanten. Ja. So, während das hier aber gerade mal eine schöne Rundung ist. So, da das ist im Prinzip das Gleiche, wenn du Edge Detect mit Substance Designer machst und genau. So ungefähr kannst du dir das Problem vorstellen. Ja. Ja, und da ist die beste Lösung, die ich bisher gefunden habe, ist, die Sachen separat zu halten. So, und im UV-Bereich? Im UV-Bereich ist es ja völlig egal. Du kannst es ja fertig auslegen. Also du hast quasi schon mal angenommen, das ist jetzt alles eine Map, deine ganze Pistole? Die ganze Pistole, genau, wenn das eine Map ist, ist ja egal, das kann ja dann alles ausgelegt also sein. Also du tust dann quasi, ja ich muss jetzt kurz fragen, du tust dann quasi jetzt, sag ich mal, diese dicken Dinger dann exportieren, tust dann das High-Poly daraus generieren und dann tust du in Marmoset alle 7, 8, 10, 15 High-Polys, die du hast, zusammen kombinieren und dann baken, oder was? Nee, tatsächlich würde ich es anders machen. Ich würde es in Maya, weil ich es in Maya deutlich einfacher finde, mit dem Outliner alles zu machen. Ich würde alle Teile einzeln exportieren. Ja. Natürlich mit uniken Namen, muss ja sein. Dafür gibt es so ein tolle Renaming-Tools oder so, Scripts, die das für einen übernehmen. Und dann, genau, alle Teile einzeln. Dann würde ich in ZBrush alle Teile einzeln so bearbeiten. Und alle Teile dann wieder zurück nach Maya exportieren, nachdem es ein High-Poly ist. So, auch hier aber wieder nicht vergessen, du hast jetzt hier 2,5 Millionen Polygone, nur dafür, auch hier ist der Decimation Master wunderbar geeignet. Ja, Pre-Process, Decimate, fertig. Und schon hast du deutlich weniger Polygone nachher für Maya. Für das High-Poly. Fürs High-Poly, genau. Also das funktioniert nicht nur bei Charactern, das funktioniert auch hier für Half-Life, das ist wunderbar. Sogar noch besser eigentlich, weil es viele flache Flächen gibt, auf denen überhaupt keine Polygone verwendet werden müssen. Deswegen funktioniert das da sehr gut. Und genau, und dann, das ist ja nur das High-Poly dann. Da ist ja die UV sowieso völlig egal. Und dann kombiniere ich einfach alles, was nicht zu nah beieinander liegt. Ja, verstehe. So, weil wenn es zu nah beieinander liegt und hier ist nachher ein Cage drum. Ja, dann überbaked sich das gegenseitig. Genau, dann überbaked sich hier die Stelle gegenseitig. Deswegen gucken, so würde noch gehen. Aber wenn die Sachen irgendwie so dicht beieinander sind, klar. Dann würde ich halt auf jeden Fall zwei separate Meshes nachher zum Baken auch machen. Und genau, so gehe ich halt letztendlich durch und combine alles, was irgendwie nicht, wie gesagt, nicht zu nah beisammen liegt, irgendwie sowas und dann hast du nicht gesehen, eben diesen ganzen Quatsch, alles, was nicht zu nah ist, würde ich kombinieren. Und so würde ich dann nachher, das würde ich im High und im Low Poly gleich machen, natürlich musst du gleich einen Namen geben und so weiter. Und dann
kann man das machen. Das macht durchaus Sinn, indem man sich schon vorher überlegt, wie man Bacon und ZBrush benutzen will. Ja. Weil da ich ja aus dem Low-Poly das High-Poly mache, macht es Sinn, wenn du diese ganze Combine-Scheiße schon vorher machst, bevor du das High-Poly machst. Wenn du das schon im Low-Poly machst, dem richtigen Namen Kannst du gibst. da, jetzt muss ich mal kurz mal quergrätschen, könntest du nicht jetzt auch, sag ich mal, Sachen, die nahe zusammenliegen, mit einem Keyframe auseinanderlegen lassen? Das könnte ich machen. Ja, so hat man das ja früher auch gemacht. Genau. Aber ich finde es deutlich entspannter, das Ja, so zu klar, machen. logisch, ne? Also, es ist nur mal ein Schritt Bake weniger. by Name, das funktioniert auf Ich habe jeden das Fall nur jetzt gerade im immer. Kopf für Meshes, die quasi schon, falls man alte Sachen, die jetzt nicht darauf gebaut Ach sind, so, wieder, ja, ne? doch, das würde wohl gehen. Ja. So, du musst nur darauf achten, dass High und Low beide gleich übereinander liegen, auch wenn Ja, sie klar. auseinanderfahren. Ja. Dann würde man das Auseinanderfahren zuerst machen, bevor man das High wahrscheinlich. Ja, oder du kannst ja auch High und Low beide auswählen und hochschieben. Stimmt, ja, genau, Geht parallel. auch. Ja, genau. Ne? Aber genau, ich würde das hier halt komplett fertig machen, sozusagen, Ja. noch Ja, ich habe es bevor jetzt ich gerade das überlegt, weißt du, High-Poly falls ich überhaupt jetzt mal ein anfange. altes Asset nehmen würde und das mal mit ausprobieren wollen Ja. würde. Was war das? Nochmal. Wow. Auto? Nee, das war Auto halt draußen, aber ich habe hier drin gerade irgendwas rumsen hören. Naja. Also ich weiß ja, so Gut. Alrighty. in dem Dreh, genau. Ja, ich muss dann, wie gesagt, schauen wir die Videos eh das nochmal dann heute Abend oder irgendwann entspannt an. Step by step. Und dann komme ich wahrscheinlich früher oder später eh nochmal mit Fragen auf dich zu. Du, immer gerne. Allein wenn es darum geht, allein wenn es schon darum geht, diverse Sachen zu aktivieren. Die Plugins oder Tools oder vielleicht irgendwie. Alrighty, dann halte ich dich jetzt mal nicht mehr auf, würde ich sagen. Ja, ich werde Mach sowieso mal hier alles Stopp. sagen.